Okay, du bist ja schon da. Also BP, wir warten dann hier auf dich. Hier ist ein Zwerg. Nicht angreifen. Ich leg das nochmal zurück ab und dann bin ich unterwegs. Ich dachte ja, das wäre der Boss. Das Ding hier, mysteriöser Ort. Nö, das ist kein Boss, aber was anderes. Ja, guck mal, bin gespannt. Wenn wir das da drin besiegt haben, darf ich dir nichts spoilern. Nichts spoilern. Ich meine, wenn wir es gemacht haben. Ich wollte jetzt hier ein paar Viecher killen, aber ich glaube, der Zwerg hat hier einfach schon aufgeräumt. Läuft gerade nicht in der Gegend rum. Erstaunlich. Kannst du mir schon mal ein Schild geben? Na klar. Jetzt muss ich das mal rausfinden. Geht's denn hier rein? Dann auch bitte Skelette beschwören. Falls es geht. Ich muss die dann neu beschwören, ja klar. Finde ich schade. Also ich verstehe es vielleicht, dass man sie nicht durch ein Portal mitnehmen kann. Das verstehe ich eigentlich auch nicht. Nee, verstehe es gar nicht. Das sind meine Skelette, meine Summons. Ich würde sie gerne mitnehmen. Wenn ich in den Dungeon reingehe vor allem. Warum verschwinden die da? Was sind das? Naja. Mach ihm noch kurz ein Schild. Soll ich Knochenmonster aktivieren oder warten, bis du voll bist? Meinst du, das steht das gleich an der Tür oder was? Nee, nicht gleich an der Tür, aber zur Sicherheit. Ja, dann aktivier halt. Okay, los geht's. BP. Grab von Fürst Leto. Bitte direkt die Skelette. Mach ich doch. Einer hat einen Knochenwanst, der läuft. Gut. Der läuft schon. Das haben wir. Warte. Nein, noch nicht laufen. So. Jetzt wäre ich ready. Wollen wir? Jupp. Fürst Leto, da ist er. Hier vorne. Reto heißt er, nicht Leto. Alter, wer nimmt denn hier den? Schild kaputt. Wieder kein Schild. Ich komme mit dem Schild gar nicht hinterher, Alter. Das ist brutal. Ich hätte diesen Mana-Regenerationsbuff gebraucht. Darf ich den überhaupt? Steht Ausdauer brauchen. Alter. Passt auf, dass der. Dass er dann nicht im Eingang stirbt. Dann kriegen wir die Drops nicht. Wenn er fast tot ist, dann höre ich mal auf, den Skelett ein Schild zu geben. Wir locken den in den Baum rein, ja? Ja. Oh, bis dahin machen wir noch normal. Ach, BP ist jetzt auch ein Magier, ja? Nö, immer wieder mal was, ne? Magier mit dem Himmel im Apfel, oder wie der heißt.
Der macht mich direkt Half-Life. Aber warum steht beim Eingang Fürst Leto und dann heißt der Fürst Reto? Gleich verschrieben, was weiß ich. Wieder weg. Also ganz ehrlich, ohne Schild. Wir drängen wieder zur Tür. Ohne das Magieschild. Glaube ich, wäre das ein ziemlich abgefuckter Kampf. Ja, lass das Skelett einfach mal sterben, dann bringt ihn wieder in den Raum rein oder so. Er kommt. Bin ich gespannt, was er droppt. Ihr habt ihn? Ja. BP und, hat was hat er gedroppt? Fragment von Trevor-Heften. Kannst du es kurz droppen, was ach, wir müssen wahrscheinlich, diese drei Gruften hier clearen und diese Fragmente dann dort beim Boss ich hab aufhängen, zwei, oder? Zwei Stück davon. Was? Dürwins Heft. Du hast zweimal das Ding, oder wie? Ja. Das Heft okay, eines lang vergessenen Schwerts. Achso, Griff. Schwertgriff. Vielleicht könnte man das. Hast du an dem Schaden gemacht? An dem Gegner? Oder vielleicht hast du deswegen nur zwei. Haben wir insgesamt nur zwei anstatt drei, weil du keinen Schaden gemacht hast? Man hätte nur eins gefunden. Man hätte nur eins gefunden. Wir haben zwei gefunden, weil wir die Drops hochgestellt haben auf dem Server. Ach so. Also, das Heft eines lang vergessenen Schwerts. Vielleicht könnte man es neu schmieden, wenn man nur alle Teile beisammen hätte. Darf ich sagen, was das Schwert macht? Muss es sein? Ich will es nicht wissen. Okay, dann können wir jetzt die anderen Höhlen machen, oder wo sind die? Naja, die eine ist unten beim BP und die andere ist noch ein bisschen weiter weg. Achso. Also auf dem Ping, dass ich es mir markieren kann. Oder wir machen kurz einen Kartografietisch. Moment. Oh, ich hab das weggemacht. Ich hab das weggemacht. Nein. Hast du es auf Trash gemacht? Ja. Da aber. Zum Glück Moment. Hab ich. Markier's nochmal. Ich wusste gar nicht, dass man die Dinger wegmachen kann. Zum Glück hab ich noch einen. Diese Story-Markierungen, weißt du? Also hier, ich hab da gepinkt. Hier. Ja, und da. Könnt ihr euch ja mal markieren, wenn ihr wollt. Das Schwert wird entweder dafür da sein, um den Boss zu beschwören, oder es ist einfach richtig mächtig gegen den Boss. Keine Ahnung. Darf ich sagen, welches oder keins oder was weiß ich von beiden das ist? Warum willst du spoilern? Warum? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Weiß ich selber nicht. Wir werden es herausfinden, wenn wir das Schwert fertig haben. Ja, wir können ja gleich mal zu dem Ding gehen beim BP. Mal probieren. Wir haben jetzt den Griff, also das Heft. Der Heft? Den Heft? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das Heft? Das Heft? Ne, das Heft ist das zum Lesen. Aber das bei einem Schwert. Das Schwertheft. Auch das Heft? Okay. Ich würde sagen. Naja, weiß ich nicht. So, hier, Madara, heb mal auch eins auf, dass du das schon mindestens mal registriert hast. Ja, nee, ich hab's ja schon. Du hast es schon. Ja, BP hat's mir gegeben, weil es zwei waren. Okay. Aber ich will das Schwert nicht, deswegen gebe ich's BP dann wieder. Wo packe ich das hin? Vielleicht in die Kiste neben der Schwarzschmied. Ja, einfach.
oder? Ja, an die Kiste da hinten. Jetzt muss man wieder zum BP rüber. Ich leg meins auch kurz rein. Oh, der Boss hat ganz schön ausgehalten und ganz schön ausgeteilt vor allem, ne? Ja. Darf ich sagen, ob man bei den anderen auch einen Boss besiegen muss? Nö, lass uns auch das selber rausfinden. Ich weiß, es ist schwer, aber lass es uns selber rausfinden. Ich versuch's. Hast du es schon bei anderen Leuten gesehen oder hast du es extra irgendwo nachgeschlagen oder was? Ich wollte wissen, wie man an diese Juwelen kommt. Weil auf dieser gesamten Insel hast du ja nichts gefunden. Und dann war da halt ein Video, wo alles gezeigt wurde. Okay. Oder fast alles. Okay. BP Ashland, oder? Ja. Jo. Okay. Und da wurde halt auch im Vergleich zu den anderen Schwertern gezeigt, wie gut es ist. Aber dazu sage ich nicht mehr. So, ich rufe jetzt erstmal meine Skelette. Oder wollt ihr direkt zu dem Ort rangehen? Ich tue direkt reingehen. Geh doch kurz ein Schild. Ich bräuchte noch kurz ein Schild. Ich dachte, vielleicht kämpfen wir uns den Weg durch. Statt einfach was durchzurennen. Da, wo ich gepinkt habe, ist es, oder? Die Richtung, ja. Hat irgendjemand Eiktür? Nein, nein. Wollt ihr kämpfen oder jetzt durchlaufen? Was ist der Plan? Wir müssen uns einigen. Und durchlaufen. Okay. Vielleicht finden wir währenddessen ja so ein Ding mit grünem Nebel. Achtung, ich jag das Ding in die Luft. Nicht rangehen, nicht rangehen. Jetzt kommt hier auch noch Sturm. Perfekt. Achtung. Links. Der ist kein Problem. Das Schild wehrt das ab und dann mache ich den neuen Schild. Guck, einfach stehen bleiben. Ding explodiert. Und neues Schild. Alle herkommen. So. Wo ist die Höhle jetzt? Noch ein bisschen weiter. Ist noch ein bisschen. Hier oben taucht jetzt langsam auf der Karte auf. Hier ist ein Spawner, Achtung. Oh. Backholder-Krieger, 2 Sterne. Und da ist so ein komisches Tablett. Na, erstmal haben wir hier. Achtung, da ist 2 Sterne. Macht erstmal die kleinen Viecher, die dann immer in den Rücken was werfen. Ja, das ist auch natürlich wichtig. Mach den Spawner kaputt. Ist auch. Was? Mit einem Schlag trifft er. Ich auch. Ich hatte doch ein Schild. Oder ja. War der schon kaputt? Durstschild komplett. Krass. Jetzt bist du da alleine, Durstkopf. Das habe ich gemerkt, ja. Was sein kann, dass da. Noch ein ganz näher. Was? Noch ein Wanst war nicht aktiv, deswegen. Oh, das ist so viel Schaden. So, dass sie runterkommt, ohne bloß Schaden zu kriegen. Ich hol mir davon auch Rested. Ach, wir haben auch keinen Rested Buff. Warum habe ich keinen Rested Buff? Fuck.
Das war... Ist abgelaufen? Ja, wir haben den Buff nicht erneuert, bevor wir raus sind. Riesenfehler. Riesenfehler. Was machen wir jetzt? Nochmal zurückgehen? Hast du sie dort gekillt, oder? Ah. Ich hab sie jetzt weg. Der Zwei-Sterne-Krieger läuft ja noch irgendwo rum. Da ist er. Geh dann, wenn ich genug Ausdauer und so habe, einfach rüber ran. Und du hast der Bonus. Jetzt habe ich auch noch fliegendes Vieh am Arsch oder was? Ich bin durchs falsche Portal. Wo bist du? Hinter mir? Ja. Was? Siehst du mich doch auf der Map? Ich suche grad. Da war cool, die Kriegerin von mir weg. Ich verstehe nicht warum. Hier war übrigens die, das Fragment der verkohlten Klinge. Ich weiß, ich hab's extra da gelassen. Damit ihr es nicht habt. Hoffentlich spawnt er dann auch zwei. Ja, hat's. Dös, bleib stehen. Hast du aufgesammelt? Bleib stehen. Was? Auf diesen Altar? Ja. Auf diesen Altar war das, ja? Fragment von ja. Dirwins Klinge, okay. Das lag direkt auf dem Altar. Mhm. Und jetzt hast du hier das... den letzten... Ort bereits auf der Karte hinzugefügt. Den habe ich schon. Mhm. War das jetzt der mysteriöse Ort, oder was? Ja. Ach so, das war der. Das war gar kein Dungeon. Manchmal ist es ein Dungeon. Und manchmal liegt es da einfach so. Okay. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt wieder gegen Valkyre. so ein starkes Vieh kämpfen. Bei mir ist eine Valkyre da in der Luft hinten. Wollen wir die mal machen, damit der BP das auch mal sieht und auch den Drop bekommt? Ich hab die auch noch nie gesehen, so richtig. Ja, dann teilt euch den Drops oder so. Oder könnt auch bei mir dann welche nehmen, wenn ihr wollt. Oder also deine Leiche liegt noch hier, ne? Ich will erstmal meine Sachen holen. Wenn ich was sehen würde. Und dann machen wir die Valkyre mal zusammen. Die ist gar nicht so schlimm. So, da. Ach, fuck. Uns. So, wie viele Skelette sind das? Drei. Zwei, glaube ich. Nee, zwei. Vier. Okay, wo war die? Habia? Valkyre? Hier hinten irgendwo in der Luft. Wegen dem Sturm sieht man es halt nicht so gut. Krieger direkt vor euch. Brauchen wir dann noch das dritte Teil oder kann man das jetzt schon zusammen? Nee, dritte Teil brauchen wir. Sonst hättest du das Rezept ja freigeschaltet. Rechts neben uns. Ja, ich sehe es in der Luft. Achtung, holt mal eure Armbrüste raus, wenn ihr welche habt. Ich habe nur einen Bogen mit Giftpfeilen. Okay, ich schieße. Willst du sehen, bitte? Da oben ja, es hat uns gesehen, es kommt. Jetzt Eis. Klar. Okay, trifft man nicht. Kriegen Besuch? Habt ihr es gekillt?
Ja. Ja. Jetzt den Besuch eliminieren. Diese kleinen Steine, über manche kannst du drüber laufen oder vorbeilaufen und dann gibt es welche, wo du einfach mal hängen bleibst. Okay, zurück zur Base oder was? Können wir machen. Zur Base, reparieren, rested und sowas und dann zum nächsten, oder? Achtung, hier ist ein... Ja, wir müssen dann wieder aufs Boot und dann zum nächsten Dingsbums. Achtung, Angriff. Nicht hingehen, das macht alles kaputt und macht sehr viel Schaden. So, wo geht's hier raus? Ich hab das gar nicht markiert. Wisst ihr, wo der ist? Rechts von uns ist noch ein... Was ist rechts von... Achso. Kann dieser dänische Sturm mal aufhören? Tja, ne? Es läuft alles schief. Immer dann, wenn man es gerade nicht brauchen kann. Weil du siehst wirklich nichts in dem... Ich renne hier nur gegen Steine. Ach da. Oh, wieder keine Ausdauer, das ist doch zum... Kommst du hoch, Duskop? Ich kriege noch die Krieger, nicht dass die dann zum Portal hochgehen oder so. Ja, nee, können sie nicht. Die können hier nicht hoch. So. Ich bin durch. Ich auch. Dito. Dann, von wo aus wollen wir denn losfahren? Mit dem großen Boot von unserer? Darf ich es kurz mal haben? Das Fragment? Das hier? Na, wäre von deiner Base, wäre das, glaube ich, von deinem Punkt wäre das, glaube ich, am sinnvollsten. Können wir nochmal die Wegpunkte teilen und Co.? Da kann man vielleicht besser gucken, wo was ja. Liegt. Hast du hier so einen Tisch? Nee, wir haben es in der alten Base. Dann müssen wir zum Kreis zurück. Können wir mal machen, ja? Ich muss mich bloß kurz ausladen. Ja, also von dir aus wäre eigentlich näher, glaube ich. Aber wenn wir es übers Meer fahren, ist sowieso egal. Ich habe halt keinen... Ich habe das große Schiff, das können wir nehmen, also das ist... Ja. Na, dann schnappe ich mir gleich noch einmal wieder den Drachenmutterbuff. Davor sollte er aber hier zum Kreis kommen. Ja, darauf warte ich auch gerade. Ich muss das ablegen, was ich nicht brauchte. Warum habe ich zwei Weichgewebe im Inventar? Wahrscheinlich, weil ein Zwerg gestorben ist. Ah.
Du hast einen Zwerg gemeuchelt. Oder zumindest seine Überreste mitgenommen. Pipi. Ja, ich muss gerade gucken, wie das hier alles ist. Welches Tor das war. Ja, gemacht. Okay. Dann hole ich Drachenmutter und wir können dann zu mir rüber in das unbenannte Portal. Ganz, ganz links. Mhm. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch noch wieder ein neues Portal jetzt machen und mitnehmen. Und erholt. Holt euch erholt bei mir. Setzt euch einfach da mal kurz an die Bank oder so. Warte. Vergesst nicht, eure Rüstung und so zu reparieren. Alles gut aus bei mir. Das ist zwar echt noch in Ordnung, aber das schwach. Ich meine, weil mein Helm, der hat irgendwie nur noch 3 Leben. Hast du hier irgendwo Pfeile rumliegen, die ich nehmen kann? Ja, bei Federn. Bei Federn hier. Da liegen Pfeile drin und diverse. Okay. Kannst mal gucken, was dir gefällt. Oder machst du einfach mal irgendwelche neuen. Ich glaube, es gibt doch jetzt die verkohlten Pfeile. Das sind so die stärksten 82. Komm, ich mach dir einfach mal welche. Ja, komm mal her. 200 Stück. Danke. Kein Problem. Ich tu mal das Fragment vom Schwert hier rein in die Kiste. Jo. Na dann. Wollen wir? Ich tue mir hier kurz noch ein bisschen Essen nehmen. So. Müsste das hier sein, das Unbenannte. Wenn man oft stirbt, geht das Essen echt schnell weg. So, wer möchte fahren? Ich nicht. Ich würde nur aufs Klo gehen wollen. Ach so. Gut, dann setz dich hin, dass du nicht runterfallen kannst. Guck mal, ob ich überhaupt noch wieder rauskomme. Wie gesagt, ich fahr mal schnell aufs Klo. Bis gleich. Mhm. Einfach nur ein bisschen rückwärts fahren. Bewegt sich kein bisschen. Ach, Leute. Die Schlange? Ja.
Perfekt, um den neuen Pfeil auszuprobieren. Aber die steht gerade so blöd am Schild, wir können durch das Schild nicht schießen. Die steht perfekt hinterm Schild, weißt du? So, jetzt. Hier geht's. Schnapp dir die Materialien. Wollte ich gerade sagen, dass ich es mir noch. Oh, komm will. Vielleicht erstmal an Bord, wegen zu lange Wasser oder so. Ich weiß nicht. Ja, nee, wegen meiner Rüstung halte ich es irgendwie keine Ahnung wie lang aus. Okay. Gut. Ja, jetzt fahren wir gerade bei Nacht durch, bei Nacht los, ne? Ziemlich blöd, aber na gut. Ich denke, Seeschlangen können wir mittlerweile easy killen, jopp. Ja. Oh du, wir hängen an irgendwas fest? Ich glaube, wir hängen auf dem Boden. Ich hack da mal kurz ein bisschen was frei. Aber sei vorsichtig, dass dabei nicht unser Haus einbricht. Nee, wird's nicht. Ja, ich hab's. Wir sind los. Wir sind los. Komm rein. Bin drinne. Was ist jetzt los? Warum geht's nicht? Doch, jetzt. Doch nicht? Hä? Ich versuche mal ein bisschen zu schieben. Du, bin wieder drin. Wir haben's noch nicht mal losgeschafft, aber wir haben eine Seeschlange gekillt. Die ist direkt. Wir sind ins Boot rein, weißt du, und die ist direkt hinter uns aufgetaucht. Ja. Aber irgendwie will der nicht losfahren, ich weiß nicht warum. Weil du auf dem Boden bist. Ja. Klappt's? Nee, oder? Nee. Wie bin ich denn so krass auf Boden aufgesetzt? Ach, wegen dem Sturm war das Wasser auch viel höher, oder? Wellen waren ja und so ein Zeug. Sind wir wahrscheinlich auf einer Welle hier angekommen und dann ist das Wasser weg und yep. Kommen wir nicht mehr raus. Oh Mann, ey. Ich bin unterm Schiff und hab Unterkunft oben gerade gehabt. Komm nicht raus? Ein bisschen drehen kann ich. Oh, jetzt. Spring auf. Bin ich. Direkt wieder oder gegen gefahren. Perfekt. So, jetzt haben wir es. Jetzt kommen wir hier raus. Ja. Jetzt kommt noch der schlimmste Teil, ja. Das Navigieren durch diesen Mist. Bei Dunkelheit. Das Rausmanövrieren. Ja, genau. Man sieht auch so wenig, das ist so schlimm. Die Zacken sieht man aber schon. Die Umrisse zumindest. Ja, grob. Wir fahren genau in die richtige Richtung. Jetzt musst du nach rechts ein bisschen.
oder nach links. Eine Entscheidung. Jetzt los, ey. Die Wellen, die gerade losgingen, ey, haben das Boot einfach hochgerissen. Was ist denn das für ein Mist? War das bei euch gerade genauso, dass es einfach die Wellen geladen hat und dann auf einmal ist das Boot hochgegangen? Mhm. Und auf einmal war ich schon aufgesetzt, weißt du? Boah, jetzt mal herkommen, Sinn. Oder. Ah, Seeschlange. Seeschlange. Und lass kämpfen. Tschüss. Wo ist er? Ich seh sie nicht. Unter uns. Ja, gut. Wo? Ich seh sie nicht. Ihr bleibt einfach unter uns. Dann fahr ich einfach weiter. Da ist jetzt. Rechts. Der ist vor weiter, sonst bleibt man hier die ganze Zeit hängen. Und das Boot kriegt Schaden von den Wänden. Das Boot hat aber so viele Leben, da kann die Seeschlange das nicht so leicht kaputt machen. Ja, so müssen wir irgendwann mal weg. Wenn ich hier rauskäme, weißt du? Das ist ja das Problem. Die Wellen und das Boot reagiert einfach gar nicht so, wie es soll. Weil die Seeschlange uns im Boot hängt. Nein! Wieder an Bord kommen! Komm an Bord! Ich fahr gerade los! Du kannst doch nicht abspringen! Fuck! Komm! Ich komm ja schon. Schneller! Bist du drauf? Ja, die Seeschlange hat mich hingeboostet. Ich kann aber nicht schneller lenken. Das Schiff lenkt nun mal nur so langsam. Es geht physisch nicht schneller, schneller zu lenken. Was soll ich machen? Ich habe ja schon auf Anschlag. Guck mal, wie langsam der lenkt. Ich habe mich vertippt. Ich wollte E drücken, habe aber F drückt. Ich hasse dieses Spiel, wirklich, ey. Der letzte Rotz. Guck, jetzt fahre ich gegen den nächsten Felsen. Weil der einfach so langsam lenkt. Darf ich versuchen zu fahren? Ich habe am Anfang gefragt, wer will. Keiner wollte. Jetzt müsst ihr euch die Scheiße antun. Okay. Denkst du, ich wollte? Ich wollte auch nicht. Könnt ihr den Geier bitte killen? Habe ich schon. Steuerung ist einfach so träge. Im echten Leben kann ein Schiff, glaube ich, auch nicht so schnell wenden. Ja, aber das ist ein Spiel. Ich will Spielmechanik und nicht echte Lebenmechanik. Aber was ist denn das hier? Warte mal, ist hier wieder Land? Ist hier wieder Land? Ja. Fuck! Warum? Weil da halt Sand ist. Fuck! Wo soll ich denn jetzt hinfahren?
Nach hinten und dann da rechts rum. Oh. Hier, da bleibt er lang. An der Insel vorbei. So ein Mist. Bin ich einfach zum nächsten Land gefahren. Das wird dann aber wahrscheinlich eine riesige Insel sein, weil auf der Map das ist relativ in der Mitte unten. Ne? Umso weiter in der Mitte, umso größer sind die Inseln. Habt ihr Sachen für ein Portal dabei? Ja. Das hat aber eigentlich damit, ja. Ich krieg die Krise, Leute. Steuer du das Scheißding, ich hab keinen Bock mehr. Dann versuche ich's mal. Immer noch. Der nächste schon. Bisschen links. Gerade ziehen. Vorne ist clear, kannst gerade durchfahren. Ich würde jetzt links ziehen. Ja. Und dann gleich wieder ein bisschen rechts. Dann wird es wahrscheinlich dagegen knallen, weil es so träge ist. Komm runter, du dummes Vieh. Bisschen zurücksetzen vielleicht. Hab ich ja schon. Ich sag ja, die Scheiße ist super langsam und träge und einfach nur schrecklich. Ja, jetzt so ist gut. Zieh einfach mal gerade durch. Umso näher an der Insel, umso mehr Zacken sind da. Ja, einfach mal jetzt rausfahren. Ist Seeschlange. Einmal mal raus aufs Meer fahren. Links, nee, rechts, nee, gerade. Gerade, bleib gerade, bleib gerade. Ich weiß. So, ich sehe jetzt nicht, ob du Rückenwind hast oder nicht. Wenn du mal keinen mehr hast, sag Bescheid, dann mach ganz ich Buff. Wenig, ich habe ganz wenig. Dann gebe ich dir Rückenwind. Aber jetzt muss ich ja eh nach links, von daher, jupp. Na, was denn? Ich brauch, weil wir müssen ja nach links fahren und deswegen habe ich jetzt keinen Rückenwind mehr. Seeschlange mit uns. Das ist schnell. Die kommt uns nicht hinterher. Das schafft sie nicht. So, ja. Ich ping mal. Wo du hin musst. Ich will halt nicht so an die Insel wegen den Zacken. Ja, dann erstmal vielleicht hier hinfahren und dann einfach runter. Also einfach so jetzt, wie du fährst, gerade durchziehen, ja. Würde ich sagen. Weißt du, mir ist tatsächlich noch bis jetzt noch keine einzige Seeschlange auf dem Ozean begegnet. Nur diese Knochenschlund in den Ashlands. Ist auf die vom Xela, oder? Ja, die halt die Leute gespawnt haben. Aber richtig im Ozean ist mir noch keine einzige bis jetzt begegnet. Okay. Und dann direkt. Ich hab schon welche gesehen. Und dann direkt das erste Mal in die Ashlands rein, bumm, Knochenschlund, Viech. Direkt die neue.
Das ist noch ein ganz schönes Weilchen, du. Jo. Wären wir beim BP losgefahren, wären wir jetzt schon fast bei der Hälfte, so ungefähr. Ja, Sache, kürzer gewesen. Ich hab erstmal ein Boot bauen müssen. Solange hätte es nicht gedauert. Google Search. Das Ding mal anklicken sollen. Ich hätte das Ding mal anklicken sollen, die Smaragdflamme. Naja. Soll ich dir pingen, wo es war? Nö, ich sehe es ja vom BP. Aber ich habe mich gewundert, warum er eine Kartenmarkierung hat und ich nicht. Ach so. Weil ich es dir vor uns angezeigt hat. Weil ich das Ding nicht angeklickt habe. Dieser Altar, der dort steht an dieser Arena, den muss man wahrscheinlich anklicken, oder? Yep. No, ich habe den nicht angesprochen. Ich lenke mal ein bisschen mehr dahin. Dann sind wir vielleicht ein bisschen schneller da. Rechts sind Mistlands. Und hier so ein Leviathan war da gerade. Ein Leviathan? Ah ja, ich sehe ihn. Dann war auch einmal weg. Oder? Ist er das? Ich weiß es nicht. Leckt wirklich so ein bisschen, ne, auf dem Schiff. Ja. Yep. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an, was war das? War das GTA damals? Ich glaube, das war GTA 4 oder so. Ja, nicht 5, es war GTA 4. Da konnte man auch schon Koop spielen. Und wenn man da zusammen aber in einem Auto saß, hat das einfach so krass rumgeleckt, dass es einfach unspielbar war. Hat dann teilweise den anderen Mitfahrer durch Lecks irgendwo dann aus dem Auto rausgeschossen und der ist dann dadurch sogar noch, hat er dann noch Fallschaden bekommen und so ein Mist. Das war total unspielbar zusammen in einem Auto. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass Spiele dann so ein Problem haben. Dass wenn man zusammen auf einem Gefährt ist, dass es irgendwie zu Lecks kommt. Verstehe ich nicht, was da das Problem ist. Theoretisch müssten sich mal alle Programmierer um das Problem kümmern, oder? Es gibt ja ein paar Spiele, die haben das Problem nicht. Und dann gibt es Spiele, die haben das Problem. Also müssten mal die, die das gelöst haben, den anderen sagen, wie sie es gemacht haben. Also links hier ist direkt schon wieder Land. Hm, aber wir brauchen noch ein bisschen. Jo, ich weiß. Noch ein ganz schönes bisschen, du. Die Hälfte haben wir schon so ungefähr. Aber dann ist ja wahrscheinlich noch auf dem Land was. Das wird das Schwierige. Achtung, ein bisschen links, du fährst gleich ins Gebirge rein. Ich war gerade halt auf der Map. Noch 30 Sekunden Drachen, oder?